Schönen guten Tag, wir sind wieder hier mit einem neuen Elevator-Vlog. Heute mit dem Karl und der Karl kommt vorbei mit einem Gerät, das viele Leute von euch interessiert hat. Und Karl, was haben wir hier für ein Riesending vor uns stehen? Was kann das alles und warum bin ich so heiß darauf? Hi, also das Hi. Ist der neue Roland DJ808 Controller. Wobei Controller eigentlich zu wenig gesagt ist, denn es ist nicht nur ein Serato DJ-zertifizierter Controller, der die Software direkt freischaltet, sondern es ist auch ein Standalone-Hardware-Mixer mit 4 Kanälen. Vierseitigen Channel-Effekts, also Dub Echo, Jet, Noise und Filter, wie man es eben kennt. Also es sind nicht nur reine Filter wie bei anderen Controllern, sondern schon 4 Stück da verbaut. Die Effekte. Sind analog quasi. Die sind analog drin, ja. Cool. Die gehen auch, egal was du für Quellen hier einspielst. Hinten, ich weiß nicht, ob man das sehen kann, sind 4x Cinch-Eingänge. Die mittleren beiden mit Phono-Preamps, die äußeren beiden sind ausschließlich Line. Ja. Wir haben einen Mikrofoneingang, der geht durch den Vocoder, den erkläre ich aber später gerne noch. Wir haben noch Aira Link Ports. Ich habe hier noch einen Roland TB3 dabei, also diesen Baseline Synthesizer. Und der kann sowohl die Clock empfangen von der Drum Machine, die wir gleich noch erklären, und der kann die Sounds über USB schicken. Das heißt, ich muss hier nur vorne an dem Panel auf USB schalten und habe dann direkt den per Aira Link eingebunden. Und dann ist der quasi geclockt. Dann ist der auch geclockt, dann ist der synchron zur Drum Machine und auch, okay, wenn man will, zu den Serato DJ Decks. Aber der Reihe nach, also erstmal ist es ein Standalone Hardware Mixer, 4 Kanal. Also auch wenn ich den Rechner abstecke, kann ich damit mixen, analog auflegen. Ja. Es ist aber auch ein Serato DJ Controller. 2 Decks, 4 Kanäle. Die Decks kann man umschalten auf das jeweils sekundäre Deck, also von 1 auf 3 und von 2 auf 4. Hat auch einen Dual-Deck-Modus, das heißt, ich kann hier die beiden Decks linken, dann kann ich die parallel benutzen. Das heißt, wenn ich jetzt scratche, scratche ich 2 Spuren gleichzeitig, wenn ich das möchte. Wenn du das möchtest, ja. Genau, zum Beispiel könnte ich da auf 1 das Instrumental laden, auf 3 die A Cappella. Ah, okay. Mhm. Und dann individuelle Fader rauf und runter. Genau. Ansonsten, der ist im Prinzip voll gemappt, was Serato DJ-Features angeht. Da ist alles dabei, was man sich nur wünschen kann, inklusive dem neuen Pitch-Play. Mhm. Denke ich, sehen wir gleich noch im Detail. Und ja, ganz klar, die prominente Besonderheit oben ist natürlich der TRS Step Sequencer mit Roland Sounds. Er heißt DJ 808, aber er hat wesentlich mehr als das. Wir haben hier 4 Drum Machines drin. Wir haben also hier mit Shift kann ich das ganze Programmset ändern. Also habe ich TR909, sieht man hier im Display, mhm, 808, 707 oder 606. Also alle 4 Sounds, Bass Drum, Snare Drum, Closed und Open Hi-Hat von den jeweiligen Drum Machines. Alle Classics dabei. Alle Classics. Mhm. Sind jetzt natürlich nicht alle Sounds von den Machines dabei, also wenn man sich eine TR-8 holt, da ist dann noch ein Tom und so weiter, klar, dabei. Natürlich. Aber die wichtigsten sind drin. Und ganz wichtig, man kann die auch individuell kombinieren. Also ich kann sagen, ich nehme mir eine Bass Drum von der 808. Hier haben wir die Bass Drum von der 808. Und ich nehme eine Snare von der 909 zum Beispiel. Ja. Okay, alles klar. Und es gibt dann auch nicht nur Snares, sondern auch noch Heads. Also da gibt es wirklich eine Menge Sounds. Und man kann die alle individuell noch shapen. Hat hier also 4 Kontrollknöpfe dafür, Attack, Decay, Tone und eben die Lautstärke. Genau, ich würde sagen, wir machen einfach mal einen kleinen Beat an. Ja, lass uns mal machen. Also im Moment ist, glaube ich, alles geklärt. Fangen wir mit einem clearen Pattern an. So. Und jetzt kann ich entweder das hier reinprogrammieren. Moment, da läuft noch der Step-Sequencer hier, den ziehen wir mal runter. Es läuft natürlich nichts, weil ich noch nichts einprogrammiert habe. Jetzt setze ich einfach mal eine Bassdrum rein. Auf die Fall to the Floor. Das Ganze ein bisschen schneller hier. Das ist jetzt eine klassische 808 Bassdrum, hört man schon. Kann ich hier den Sound shapen. Okay. Die ist schon ganz mächtig, ja. Nehmen wir eine Snare dazu. Wie gesagt, da habe ich eben die von 909 ausgewählt. Genau, kann man also schön schon ein bisschen schwappend haben. Ich habe hier auch individuelle Volume Controls, also das heißt die Bassdrum, die Snare. Ah, noch einen kleinen Mixer quasi. Noch ein kleiner extra Mixer, genau, für die TRS, die hier rauskommt in der Mitte, genau. Nice. Bassdrum wieder hoch. Fangen wir noch eine Hi-Hat dazu. Und eben noch eine Open Hi-Hat, wenn man das möchte. So, das ist quasi der programmierende Weg, um sein Pattern einzuspielen. Und man kann es aber auch direkt mit den Pads live einspielen. Ich cleare das nochmal komplett. Also dazu gehe ich in den Pattern-Modus, halte die Clear-Taste und drücke aufs Pattern, dann ist alles weg. Jetzt setze ich mir einfach mal Hi-Hats auf die Viertel, dass ich dazu spielen kann. Und jetzt habe ich hier einen exklusiven Modus, das ist der TR-Modus. Den kann ich live einspielen. Ja, also da kann man direkt die Pads, die Sounds auch spielen. Ah, okay, alles klar. Und wenn ich jetzt hier auf TR-Recording gehe mit Shift, Instant Recording, dann kann ich das auch direkt in die Drum Machine einspielen. Dann wird das also direkt quantisiert auch aufgenommen. Verstehe.
Verstehe. Okay, alles klar. Genau. Das heißt, du musst oder brauchst nicht nur einen zu programmieren, du bist on the fly in der Lage, genau, eben einen Beat einzutriggern. Genau, und ich kann eben hier umschalten zwischen, dass ich es direkt dazu spiele, aber es nicht aufgenommen wird, jetzt wie jetzt. Das heißt, wenn ich einfach drauf trigger, das ist einmalig. Oder mit Shift wird es eben dann aufgenommen und dann läuft es quasi in das Pattern mit rein. Also overdub-mäßig so. Genau. Ja, okay. Die untere Reihe sieht man hier schon schön, die leuchtet in einer anderen Farbe. Das sind noch Roll-Patterns, die werden nie aufgenommen. Die kann ich aber dazu spielen, also zum Beispiel kann ich sowas machen. Okay. Genau, dann gibt es noch einen zweiten Modus. Wenn ich nochmal drauf drücke, dann wird das Ganze Velocity-sensitiv. Dann blinkt der Button jetzt nämlich nicht mehr rot, sondern gelb. Das heißt, alle Pads sind jetzt Velocity-sensitiv. Machen die Aufnahme wieder aus, so. Ich verstehe. Ja. Okay, das ist natürlich sehr geil für Hi-Hats und sonstiges, genau, dass da du da einfach eine gewisse Dynamik da reinbringst. Ne? Genau, da kann man schön mitspielen. Dann gibt es noch einen weiteren Modus, das ist der Pattern-Modus, den erreicht man mit Shift. Auch der ist exklusiv zur TRS. Da kann ich also meine Patterns, die ich hier auch auswählen kann, eben auch entsprechend auswählen. Da war jetzt schon ein anderes Pattern drin. Gehen wir wieder zurück auf das erste. Genau. Wir haben also 16 Patterns, die man natürlich alle frei programmieren kann. Mhm. Man kann die auch folgen lassen, das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel den drücke und dann den hier dazu drücke, dann läuft das, der Step-Sequence natürlich diese vier Patterns einfach immer wieder durch. Also hast du quasi eine Art Song-Mode, wenn du so willst. Genau. Ja, okay, cool. Genau. Und da gibt es noch eine Besonderheit beim Pad-Modus. Da kann ich nämlich auch anstatt hier, also im Unterschied zu den Pads hier oben, wo ich nur der Reihe nach alle vier durchlaufen kann, kann ich mit den Pads auch individuell zwei Stück auswählen, dann wird zwischen den beiden gewechselt oder auch drei Stück. Ja, alles klar. Geht hier oben nicht, da kann ich immer nur sagen, alle der Reihe nach, zum Beispiel 1 bis 5 oder 1 bis 6. Hier kann ich sagen 1, 3, 4 und 5 zum Beispiel. Und das dann in der Reihenfolge, wie du gedrückt hast. Genau, okay, ganz genau. Ja, nice. Die nächste Besonderheit ist, das ist also nicht nur der TRS für die Roland Sounds, die aus dem Gerät selber kommen, sondern jetzt wird es spannend in Kombination mit der Software. Ja. Hier sind ja noch weitere Sound-Buttons, wie man sieht. Hier haben wir ja die aus Rolands Arsenal und dann haben wir hier noch 8 weitere. Und die, der Name deutet es schon an, Serato Sampler, die sequenzen eben den Sampler aus Serato DJ. Okay. Auch das wird natürlich synchronisiert. Das heißt, ich kann auch das wiederum entweder live einspielen mit den Pads oder eben einprogrammieren. Lass mal einfach den Beat nochmal laufen, gehen wir auf Pattern 1 wieder. So. Jetzt gehen wir hier auf das Sample Nummer 1. Da müsste einfach ein Pianoton drin geladen sein, glaube ich, in meinem Sampler. Ja. Schauen wir nach. Den habe ich hier auf Kanal 4 gelegt. Na, da kommt noch nichts. Crossfader warst du? Ja. Da habe ich also hier einfach den ersten Sampler auf nur den ersten Step gelegt. Noch ein anderes Sample dazu. Ich passe es nicht so, wir nehmen das dritte Mal. Und mit Clear kann ich wieder alles löschen. Also letztlich kannst du da in jedes Sample legen, was du jedes halt beliebige Sample. Okay, genau. Alles klar. Und hier habe ich auf der 8 habe ich glaube ich eine Rim aus dem Original 808. Nehmen es auf direkt. Und dann spielen wir das Piano nochmal dazu. Ja. Na, den Sampler kann ich auf jeden beliebigen Kanal zuweisen. Ich habe den jetzt in dem Fall auf Kanal 4 gelegt. Ich könnte den auch auf den, direkt auf den TRS-Kanal mit dazulegen, aber ich habe den eben lieber hier in dem Fall, weil ich das dann, so halt ein eigenständiges. Ja, genau. Okay, ich verstehe. Und dann kann ich den auch noch filtern und kann die Effekte drauflegen. Kann damit alles Mögliche machen. Du hast hier nochmal die einzelne Steuerung für die TRS-Sektion halt, ne? Diese Lautstärke ist quasi für die TRS-Sektion. Ja, genau, richtig. Den Sampler habe ich jetzt in dem Fall, das kann man aber beliebig machen, auf Kanal 4 geschoben und habe dann eben für den Sampler einen eigenen Equalizer und eben meinen vierwege Channel-Effects hier. Ja, das ist natürlich cooler. Und ich kann auch noch die TRS auf die Effekte aus Serato DJ schleifen und ich kann auch den Kanal natürlich, jeden Kanal auf jede Effekteinheit zuweisen. Bin also im Routing völlig frei. Ja, da hast du auf jeden Fall viel mehr Möglichkeiten noch, als wenn du alles auf eins packst. Ne? Genau, aber das geht auch. Wenn jetzt jemand sagt, er will mit vier Decks auflegen, dann kann er dann sagen, ich lege den Sampler und die TRS auf den Kanal hier. Ja, ja. Das geht natürlich auch. Ja, genau. Da gibt es noch eine Menge mehr zu zeigen, aber ich denke, für den Anfang reicht es als Überblick zu der TRS. Außer du hast jetzt noch die spezielle Fragen. Nö, nee, ist recht mächtig auf jeden Fall. Also ich hätte nicht gedacht, dass da jetzt so viel. Ich dachte, es wäre so ein leckeres On-the-Fly-Feature, aber es ist schon recht.
mächtig. Ja, da geht eine ganze Menge. Also vielleicht noch wichtig zu erwähnen als letzter Punkt, bevor wir dann zum nächsten Feature gehen, ist, man kann das auf die Serato DJ-Deck synken. Also hier ist eine Sync-Taste. Sync ist ja immer so ein kontroverses Wort, aber ich denke, in einem 4-Kanal-Controller plus Sampler plus noch eine TRS, da kann man schon mal einen guten gewissen Sync benutzen. Ich finde schon, ja. Und genau, wenn ich jetzt einfach mal einen Track hier lade auf das erste Deck, hau das mal. Und dann kann ich hier die TRS einfach dazu starten und den Sync-Button drücken. Und dann einfach so diesen Song, der schon ganz gut ausproduziert ist, auch noch ein bisschen mehr Wumms noch verleihen quasi. Einfach indem ich die Bassdrum noch ein bisschen mehr Power gebe. So einen Akzent noch draufsetzen. Und die folgen sich auch gegenseitig. Also wenn ich jetzt hier das Tempo hochziehe, dann folgt mir der Song in Serato DJ natürlich mit. Das ist natürlich cool. Das heißt, du kannst jetzt einfach hingehen und sagen, ich baller noch mal eine neue Snare drüber oder gib dir noch ein bisschen mehr BD. Könnt ihr mal nur eine Snare draufballern, wie du so schön sagst. Akzent auf die 2 und die 4. Und eine andere Snare vielleicht, die ein bisschen mehr Wumms hat. Ja. Ich kann auch von den individuellen Steps auch die Volume noch ändern, indem ich sie halte und dann hier die Lautstärke einstelle. Pro Step, ja. Okay, krass. Ja. Ich kann ja auch so ein Build-Up-Ding machen, wenn ich den einfach ein bisschen runterdrehe. Nice. Ja, also da geht eine ganze Menge. Das ist natürlich geil. Das ist ja, da hast du nochmal eine andere Möglichkeit von Remix on the fly, wenn du so willst. Genau, das ist natürlich würde ich sagen. Ziemlich cool. Oder du spielst ein A Cappella oder sogar wenn du einen DJ-Changeover machst, wenn jetzt einer auflegt und dann will der andere seinen Rechner anhängen, kannst du in der Zwischenzeit natürlich einfach einen Drums-Loop laufen lassen. Das ist geil, das ist auf jeden Fall cool. Genau, dann, was auch noch unique ist bei dem Produkt, ist der Vocoder. Da bräuchte ich vielleicht mal deine Hilfe, denn ich kann überhaupt nicht singen. Gar kein Problem. Das Schöne an einem Vocoder ist ja, der hilft einem beim Singen. Und zwar kann dieser Vocoder mehrere Sachen. Zum einen natürlich ganz normal High- und Low-Equalizer, normales An-, Ausschalten und Ducking-Funktion. Und dann hat er aber noch einen Pitch und einen Formant. Das führen wir einfach gleich mal vor. Lass mal deinen Song nochmal laufen hier. Mach mal. Und machen wir den Sync wieder aus, dass du wieder auf originalem Tempo läufst. So, das ist jetzt ganz normal deine Stimme unverzerrt und verändert. Das darfst du auch gerne mal lassen, damit Leute merken, dass ich wirklich singen kann. Aber machen wir nicht. auch raus. Okay, dann würde ich sagen, dann machen wir erstmal kurz einen Reverb rein. Yeah. Also dedizierter Reverb nur aufs Mic. Yeah. Und dann haben wir natürlich hier noch einen Pitch. Kannst du noch mal was sagen oder was singen? Ich sage mal Dinge, sowas wie Und ein Formant, also Formant ist der Begriff dafür, wie männlich oder weiblich eine Stimme klingt im Prinzip. Meine Stimme klingt egal was du machst, mit meiner Stimme, sie klingt sehr männlich. Jetzt habe ich den Pitch ganz runtergedreht. Ja, siehst du. So klingt sie wirklich. Ja. So, jetzt dreh ich dich mal auf Mickey Mouse. Ja, schönen guten Tag. Ich habe da heute Morgen als Freund da. Ja? Okay. Aber das Geilste an dem Produkt ist eigentlich an der Stelle der Auto-Pitch. Und zwar kann ich das Deck jetzt zuweisen auf diesen Auto-Pitch-Modus. Das heißt, ich wähle erstmal das Deck aus. Ja. Und wenn ich den Auto-Pitch jetzt anschalte, dann folgt quasi dieser Vocoder dem Pitch von dem Song. Dann machen wir das mal. Stell dich mal wieder auf normale Stimme. Oder lass dich mal ein bisschen hochgepitcht. Das heißt, jetzt könnte ich singen und er folgt quasi der Skala ungefähr von dem Song. Na, der nimmt sich quasi die Basistonart aus der Serato DJ und baut sie daraus eine Halbtonskala. Ah, interessant. Und wenn ich jetzt singe, sowas wie wir sind alle hier zusammen und drehen diesen Block, oh yeah. Wir sind alle hier zusammen und wir drehen diesen Block, oh yeah. Das hört sich tatsächlich sehr synch an. Genau, du wirst quasi in die Halbtöne reingepresst. Also auch wenn du sie jetzt nicht, du hast sie jetzt ganz gut getroffen, aber wenn du sie jetzt nicht genau treffen würdest. Ja. Genau. Ich treffe immer gut. Ja. Geil, geiles Feature. Ich höre es auch, das ist ja. Also, nimm mir einer das Mikrofon weg, das ist furchtbar. So, ich komme da nicht mehr davon weg. Aber es ist ein sehr nices Ding. Also, es ist so ein bisschen der. Wir hatten das schon mal irgendwann, ich weiß nicht mehr was, das ist ein softwarebasierender Effekt gewesen. Der ist aber jetzt. In der Hardware, also in der Hardware das drin. Ne? Okay. Also im Prinzip hat Roland das folgende gemacht, die haben quasi eine TR-8 genommen und haben die hier in der Stripdown-Version reingebaut und die haben einen VT3, glaube ich, heißt das Ding von denen, der Vocoder. Ja, ja. Haben sie auch hier reingesetzt und die sind halt beide im Prinzip so einfach mit zu bedienen, dass man sie sehr schnell lernen kann. Mhm. Bieten natürlich nicht das volle Feature-Set von den großen Produkten, aber sie bieten ja einen guten Einstieg und sind eben direkt mit dem Controller dabei. Also ich sag mal leiser. Ja. Ich sag mal, so eine klitzekleine Mini-Share, die ist hier drin eingebaut.
mit ihrem Effekt. So, da ist ein kleiner Vocoder drin. Genau. Ja. Also, der hat nicht, also kleine Share. Also bei dem richtigen von Roland, dem, ich glaube, der heißt VT3, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, da ist, hat man noch mehrere Effekte quasi zur Auswahl und hier ist eben nur die Vocoder-Einheit drin. Ja, eine kleine Share. Ja, dann haben wir von der Hardware-Seite, würde ich sagen, eigentlich alles gesehen, was besonders ist erstmal. Also natürlich nicht alles, aber so die wichtigsten Features. Das Produkt ist wirklich sehr vielseitig. Ja. Ich würde gerne noch ein, zwei Features aus der Software zeigen. Gerne. Wenn wir gerade bei Pitch waren, vielleicht gehen wir direkt erstmal auf Pitch Play ein. Mhm. Ich spiele erstmal den Track so, wie er normal klingt, dass ihr nochmal hört, was es für ein Song ist. Nehmen wir mal den Ton hier. So, und jetzt habe ich hier unter dem Sampler einen Shift-Modus, der heißt Pitch Play. Bei dem Produkt ist also direkt Pitch and Time DJ-Lizenz dabei für Serato DJ. Okay. Also der bessere Keylock und die Toninverstellung. Ich habe jetzt hier auf diesen Pads, eben auf allen Pads den gleichen Cue-Punkt, aber mit verschiedener Tonhöhe. Ja. Und ich kann mit Shift auch auswählen, welchen Cue-Punkt ich wähle. Jetzt habe ich den zweiten ausgewählt. Und ich kann mit den Parametern-Button auch noch die Range einstellen. Also jetzt habe ich quasi Basston und 3 rauf, Basston und 4 runter. Wenn ich hier den Parameter verstelle, dann habe ich vom Basston aus 7 abwärts. Wenn ich ihn in die andere Richtung verstelle, habe ich eben 7 Töne aufwärts, 7 Halbtöne. Genau, also da kann man sehr kreativ mit arbeiten. Das ist natürlich schön, wenn man solche Tone-Plays machen möchte und hat nicht alle Töne direkt im Song, genau, die man eben brauchen würde. Dann kann man sich die eben mit einem einzigen Cue-Punkt kann man eben dann die Tone-Plays auch machen. Das ist cool, um reinzukommen irgendwie oder sowas oder einen geilen Übergang zu machen natürlich. Genau, ja, wenn man da sich kreativ austoben will. Also man kann da wirklich, wie gesagt, jeden Ton, den man im Song findet, auf den Cue-Punkt legen und dann eben in Halbtonschritten rauf und runter wechseln. Das ist nice. Ja, Key-Sync haben wir hier auch noch. Das heißt, ich kann auch mit einem Knopf, genau wie bei Tempo-Sync, was wir hier natürlich auch gemappt haben, kann ich einfach die Tonart von dem Song auf den Song anpassen, sodass ich keinen harmonischen Clash habe. Das also schön zusammenpassen, auch wenn sie es von einem Basston her nicht tun würden. Und ich kann hier auch noch in Halbtonschritten direkt rauf und runter gehen. Ich lasse einfach nochmal laufen. Ja. Genau, ich denke, dann haben wir erstmal die wichtigsten Sachen gesehen. Hast du denn noch Fragen? Ja, eine Kleinigkeit noch, dann Wir sind auf das Gerät eingegangen. Warum steht der hier? Sehr gute Frage. Und zwar haben wir den Reloop RP8000 dazugestellt. Das ist ja auch ein Serato DJ Accessory, das Official Accessory. Das heißt, diese MIDI-Sektion kann auch Serato DJ steuern, wenn man den per USB anschließt. Mhm. Aber es ist ein hybrider Plattenspieler. Das heißt, ganz normal, wie immer, geht auch aus dem Cinch-Ausgang das Audiosignal raus und in dem Fall in den Mixer rein. Und wir haben den dazugestellt, weil dieser Controller DVS Upgrade Ready ist. Das heißt, er ist zwar nicht mit einer DVS-Lizenz geliefert, aber man kann sich die dazu kaufen. Und dann hast du die Möglichkeit. Dann hast du die Möglichkeit, anstatt diesen Plattern hier, diese Platter zu verwenden. Wir können sie einfach einmal kurz vorführen. Also interner Modus. Und wenn ich hier umschalte auf relativen Modus im virtuellen Deck, dann geht der hier eben nicht mehr, dafür geht der da. Genau, dafür brauche ich eben die DVS-Expansion, die gibt es für 99 Euro zu kaufen. Ich meine, wenn du das hast, ne? Also DVS, du hast einen Step-Sequencer, Schrägstrich Sampler, Schrägstrich Live-Asset, mega heftiges Kreativ-Tool, dann hast du die Software-Features, du hast einen analogen Mixer, Vierkanal, den du auch noch komplett so benutzen kannst mit jeweils 4 Effekten, die auch noch analog zu nutzen sind. Du kannst die Geräte von Aira noch verknüpfen, das ist echt wow. Genau, also es ist im Prinzip ein Studio-Hub, wenn du so willst. Du kannst den so wie er ist für deine LAN benutzen, kannst ihn auch auf deine privaten Events mitnehmen, wenn du mal eine Hochzeit spielst oder so. Aber du kannst ihn auch als Mixer in deinem Setup mit deinen Turntables verwenden, wenn du dir die First dazu kaufst. Ja, als Studio-Hub, du kannst, wie gesagt, deine Aira-Link-Geräte einbinden. Mhm. Was ich noch gar nicht erwähnt habe, vielleicht noch ein letzter Punkt, da ist auch noch ein MIDI-Out-Port dabei. Also ich weiß nicht, ob ihr das auf der Kamera drauf habt, aber hier ist ein MIDI-Port. Der kann also auch die Clock direkt per MIDI an, also nicht Roland zum Beispiel, Step-Sequencer oder sowas, kann er die auch rausschicken. Braucht man eben anstatt dem einen Aira-Link-Kabel, braucht man dann zwei, nämlich das MIDI-USB-Kabel und eben den Audioeingang wieder in einen der Kanäle. Geil. Ja, also Studio-Hub. Mächtiges Tool, definitiv. Mächtiges Tool. Es ist sehr, sehr, sehr viel. Vielleicht auch erstmal erschlagend viel. Aber ich glaube, dass, wenn einem das bewusst wird, ich möchte ehrlich sein, ich habe das Gerät gesehen und mich gefragt, boah, ganz schön viel. Mhm. Kann ich das? Brauche ich das? Aber wenn man das jetzt hier so sieht und davor steht, ich habe tatsächlich schon einen Kollegen gehabt, der mir gesagt hat, ey, das Ding ist auch echt geil zum Produzieren. Es ist nicht nur Gelaber oder sonstiges, es ist wirklich, wirklich mächtig und ich glaube, wenn man da Bock drauf hat, auf so ein bisschen von allem,
und die Möglichkeit hat, dann checkt man auf jeden Fall einfach mal den Link unter unserem Video für den Preis derzeit. Und ja, checkt das Gerät aus. Ich danke dir, gerne. Karl, fürs Vorbeikommen und Erklären auf jeden Fall. Und kommt in unserem Laden vorbei, sobald das Gerät ist, tendet es an, es ist auf jeden Fall wunderschön.